Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War. Ja, dieser Run, er läuft nicht ganz perfekt. Naja, er läuft alles andere als perfekt, wenn man sich so das Engineering und so anguckt. Aber er gefällt mir schon mal deutlich besser, was die Soldaten angeht. Deutlich besser als der letzte Run. Und wenn wir nach wie vor safe spielen, wird es auch kein großes Problem sein. Dann müssen wir auch keine Mission ausfallen lassen. Wird schon passen. Auf jeden Fall geht es erstmal weiter. Ist das Ding schon ausgegraben? Nee, noch 2 Tage. Dann bauen wir erstmal unser Kraftwerk. Ich weiß nicht, keines Delik mehr bauen kann. In der Zeit. Gut, jetzt direkt mal das Kraftwerk bauen. Dann kann ich hier noch ausgraben. Dann habe ich immer noch 150 Koten, ich meine 135. Damit bekommen wir zwar kein Satelliten mehr gerusht, aber halb so wild. Dann gibt es als nächstes, vielleicht sparen wir bis zum nächsten Monat irgendwie 400 Koten an, damit wir uns ein Labor und die Reparaturwerkstatt leisten können. So gesehen war der Uplink verschwendet. Naja, aber was wir haben, das haben wir. Und dann bleibt vielleicht noch ein bisschen was übrig für Scopes. Ja gut, vielleicht gönne ich mir jetzt schon ein Scope. UFOs wurden gesehen. Oh, da kommt noch ein Scout reingeflogen. Vielleicht haben wir genauso Glück wie beim letzten. Die Aliens wollen es jetzt wissen, oder? Komm schon, gib mir eine schöne Mission. Nein. 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 Gut. Und die nächste Trainingsmission. Das läuft doch wie am Schnürchen. So, dann stellen wir erstmal wieder einen Trupp zusammen. Ein Scout gehört dazu. Ein Gunner gehört dazu. Ein Sniper gehört dazu. Mal kurz, ich muss mal kurz das Mikro verrücken oder meinen Stuhl, je nachdem. So, so ist besser. Und dann... irgendjemanden, der dicht... Dann nehmen wir noch einen Catweasel mit. Dann haben wir immerhin 2 Battlescanner diesmal dabei. Und dann nehmen wir wieder 2 Rookies mit. Was haben wir denn so zur Auswahl? 5, 11, 71. Du könntest nur ein Sniper werden. So. 4, 15, 65. Das hört sich doch gut an. Dann wird hier nochmal ausgerüstet. Wir bleiben bei unserer destruktiven Safe-Taktik. 76 Treffsicherheit. Können wir dich irgendwie auf 80 hochpushen? Nee, 76 muss reichen. Dann nimmst du mir den Illuminator mit. Und gönnst dir noch den Backup-Medkit. So, ihr beiden jetzt. Ihr braucht nicht beide Medikits. Dann hast du immerhin eine Treffsicherheit von 75. Moment. So, und du eine von 69. One or more small structures in a remote location. Gut. Na dann. Wobei, ein Assault hätte ich auch gerne dabei. Lass ich einen Redshirt daheim, oder... Nun gut. Den Outsider bekommen wir schon irgendwie down. Den bekommen wir down. Keine Frage. Beginn Assault. Ah, diese Map. The alien crash site is in a remote area, away from any major city centers. We should get down there and secure the site ASAP. Danke, Bradford. Ich hoffe nur, dass dies hier keine Falle ist. Eine Falle mit 4, 5 Pots im März wäre
ein bisschen böse, auch wenn es nur Drohnen und was weiß ich was wäre. Mein Sniper stelle ich mal hier ab. Ich überlege, ob wir vielleicht hier lang gehen sollten. Aber nee. Hier haben wir immerhin volle Deckung. What? Jetzt schon? Nun gut. Wir müssen aufpassen, dass hier keiner irgendwie was flankieren kann. Naja, immerhin haben wir volle Deckung. Da kriege ich dich nicht geduckt. Ich plane nämlich Köpfe einzuziehen. Geh mir erstmal hier hin. Da siehst du nämlich nichts. Du ziehst mir deinen Kopf hier ein. Die erste Runde geht definitiv an die Aliens. So, also erstmal Köpfe anziehen. Hi. Wen siehst du? Ein Overwatch, gut. Du wirst höchstwahrscheinlich gesniped. Da hinten gibt es ein Mindmerch. Du bist aber weit gerannt. Oh oh. Oh. Junge, lass das. Den Overwatch müssen wir snipen. Bitte triff einfach. Nein. Gut. Position confirmed. Dann hoffe ich mal, dass blitzschnelle Reflexe uns da retten. Taking fire over here. Nun gut. 39, 39. Willst du dein Glück probieren oder näher ran und Granaten schmeißen? So, näher rangehen ist ja schon mal angesagt. Den da hinten können wir leider nicht weggranaten. Ich weiß doch, wer sich da freut, wenn ich eine Granate werfen kann. Beziehungsweise, wenn er eine Granate werfen kann. So, mach was draus. Nice. Der muss jetzt auch sterben. Na komm, versuchen wir einen Rookie einen Kill zu organisieren. 49. Das wird aber kein Kill. Das hier ist wahrscheinlich auch nicht. Probier einfach mal. Genau, ich hab's mir gedacht. Dann musst du hier irgendwie näher ran. Probier. Gut. Wenigstens einer für unsere Sammlung. Du ziehst dir mal vorsichtshalber den Kopf ein. Das ungute Gefühl, den Rookie hier wird's erwischen. Oder den hier. Kommt drauf an, was der hier macht. Der versucht mich zu baiten, natürlich. Die Frage ist, wollen wir die Falle auslösen oder... Du machst dich mal steady. Oh, da habe ich volle Deckung. Nice. Dann ziehen wir alle mal eine Runde lang die Köpfe an. Dann passt die Sache.
way. Heading out. Die Schaufel gibt leider nur halbe Deckung. Gut. Scout, Kopf einziehen. Klar, ich hätte jetzt schon mal den Battlescanner werfen können, aber ne. Vielleicht kommt er ja wieder. Naja, du darfst einen Overwatch machen. Nichts. Mal gucken, ob wir da vielleicht was sehen. Big Brother is online. Und? Nein, das ist komplett weit weggerannt. Finde ich jetzt mal gar nicht so gut. Dann schauen wir mal, dass wir da ein bisschen näher rankommen. Du kannst hier gerne weiterhin steady bleiben, da bist du halbwegs sicher. Hier irgendwo eine volle Deckung, wo ich dich hinschicken kann. Nein. In den halben Deckungen gehen wir mal auf Nummer sicher. Oh, der rennt da außen rum oder ist es eine neue Gruppe? Hi. Ah, der bewegt dich zweimal. Braver Sektoid. Kommt doch bestimmt eine Flankierung hin, oder? 77% ist schon mal eine Einladung. Ich versuche immer noch unseren Rookies hier irgendwie einen Kill zu organisieren. Moving to position. Und? 69%, wie schaut's aus? Schlecht. Hättest du auch gleich sagen können. Mist. Na komm, walte deines Amtes. Wow, du überlebst auch noch. Ja, ich brauche bald neue Sniper-Gewehre. Und jetzt fehlt mir auch noch Running Gun. Affirmative. Dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie näher rankommen. Der wird sich definitiv bewegen, der Boy. Kannst du sagen, was du willst. Du ziehst mir mal hier den Kopf ein. Und du ziehst mir hier den Kopf ein. Und was machst du? Du rennst natürlich weg. Immerhin konnte er kein Overwatch machen. Oh, der ist aber weit gerannt, der Boy. Und einem Sektoid nachzustellen, ist in den 90% aller Fällen keine so gute Idee. Lass dich nach wie vor steady machen. Du rückst mir hiermit auf. Die Tür ist offen, also dürfen wir nicht mehr näher ran ans UFO. Das ist schlecht. Na dann, wir ziehen jetzt mal wieder die Köpfe ein. Und da kommt er wieder. Ich weiß, dass du dort bist. Junge, lass doch den Quatsch. Oh, Meld. Willst du dein Glück nochmal probieren? 39%? Nein, wenn du vorhin schon nicht getroffen hast, dann triffst du so auch nichts. Na dann, Sniper 87% und Tschüss. Bevor da jemand in halber Deckung abgeschossen wird, ne? Wo haben wir Meld gesehen? Da oben. Aber wir rücken jetzt erstmal alle ein bisschen auf. Damit wir alle irgendwie beieinander stehen. Got it.
Das steigert nämlich unsere Überlebenschancen drastisch. Gut, du legst mir mal durch. Die Frage ist, decken wir was auf, wenn ich hier hochgehe? Nein, gut. Das Problem ist, da bekommen wir jetzt dann keine Sniper-Unterstützung. Nachgeladen wird, wenn alle sich bewegt haben. Nicht, dass wir dann hier irgendwie dann festsitzen. Das wäre uncool. Nachladen und... Ich glaube, das war's, oder? Genau. Ah, die nächste Gruppe ist im UFO drin. Da ist auch Meld drin. Jetzt sollte ich mal überlegen, ob ich meinen Sniper anders platzieren kann. Nee, nicht hier hin. Das ist schlecht, weil da ist der Schritt nach links nicht möglich. Dann schauen wir mal, ob wir hier zum Bulldog kommen. Gut. Besser. Naja, du kannst da immer in dieses Eck hier rein. Und du dashst mir mal volle Kanne vor. Hi. Also, die wissen nicht, wo mein Sniper ist. Dementsprechend könnte ein oder zwei Vieh... Oh, nice. Gut gemacht. Trooper Lee has earned promotion. Gut. Haha, tschüss. Nice. So, wie bekommt jetzt unser anderer Trooper... Nee, du wurdest nicht befördert. Aber du... Oh, da ist ja noch ein Sekt heute. Nicht so gut. Nee, die große Frage ist, wie bekomme ich den da hinten? Ihr wisst schon was. Wie bekomme ich den da hinten suppressed? Naja, lieber in halber Deckung als ohne Deckung. Na komm, mach ihn platt. Gut. Beide Trooper haben ihre Beförderung kassiert. Kassiert, das hört sich so schlecht an. Du siehst ihn von hier aus nicht. Hm. Aber um sein Leben mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen. Nein! Das war schlecht. Ich wollte nur gucken, was eine Granate da für mich machen kann. Einer muss weg. Du gehst mal darüber. Jetzt haben wir wirklich ernsthafte Probleme. Der wird definitiv wegrennen. Tschüss. Ach, come on. Oh, oh. Wohin bewegst du dich? Nein! Oh, Glück gehabt. Du siehst nur den Sekt heute. Kannst du ihn bitte für mich platt machen? Nein. Gut, dann gehen wir folgendermaßen vor. Du holst dir erst einmal diesen Overwatch hier. Genau. Da kriegst du den Boy noch gratis mit dazu.
Tschüss. So, da muss ich die Leute hier aus der halben Deckung irgendwie rausbekommen. Oder sie ziehen einfach mir mal die Köpfe ein. Wäre eine Möglichkeit. Ich lasse einfach mal alle die Köpfe einziehen und gut ist. Der rennt rüber. Oh oh. Ja, das musste passieren. Aber gut, der ist erledigt. Und er weiß, dass ich ihn da flankieren wollte. Das große Problem ist jetzt, ich komme da nicht mehr näher ran. Nun gut, du musst hier weg. Keine Frage. Gehst du mir mal hier hin und setz den mal unter Suppression. Gut. Und gehst du mir mal hier rüber. AP-Granate wird nichts bringen. Nein. 30%, komm, probier. Nein. Das Problem ist hier, dass ich hier gar nicht in Deckung komme. Ich komme hier nirgends in Deckung. Lass mich mal einen Overwatch machen. Du ausnahmsweise auch. So, Catweasel, was machen wir mit dir, damit du nicht auch noch verletzt wirst? Ich muss irgendwie auf die Seite rüberkommen. Ich hätte hier schon langsam nachrücken sollen, bevor ich da geschossen habe. Hier hin zu gehen ist eine Todesfalle, weil der geht da einfach hier hin und killt mich. Dasselbe gilt auch für hier. Wobei, hier müsste ich eigentlich problemlos hinkommen. Das dürfte den nicht stören. Du gehst mir dann ein bisschen auf Risiko. Naja, ein bisschen Risiko gehört dazu. Der macht einen Overwatch, finde ich gut. Finde ich sogar hervorragend. Dementsprechend wird hier nochmal suppressed. Und du kommst nicht dicht genug ran. Du aber auch nicht. Ha. Okay. Kannst du da so reinlunzen? Nein. Du bleibst auf Overwatch. Gehst mir mal hier rüber. Wow, wow, wow. Allzu dicht dran möchte ich auch nicht. Du ziehst mal den Kopf ein. So, Freundchen, was machst du? Du schießt und triffst nicht. Damit dürftest du erledigt sein. Ja, es hat sich ein bisschen hinausgezögert. Eine unnötige Verletzung. Hat der Typ Close Combat Spezialist oder sowas? Nein. Sollte man lieber überprüfen. Auf Impossible weiß man ja nie. Also dann, würde mal sagen, und tschüss. Bye bye. Ja, die eine Verletzung, die war mehr als unnötig, aber gut. Wir können froh sein, dass wir noch eine Trainingsmission bekommen haben, wo wir nochmal zwei Rookies trainieren konnten. Ist gut.
Eine ganze Menge Beförderung. So, Catweasel, was bekommst du von mir? Ich würde mal sagen, Sepper, damit du eiskalt ganze Deckungen wegrasieren kannst. Ab jetzt kriegst du noch HI-Granaten. Makros und Hugo, zumindest wurdest du befördert. Dementsprechend bekommst du aber auch noch Holo-Zielen von mir. Und bei den Privates gucke ich da mal, was ich da in naher Zukunft so brauchen werde. Jede Menge kaputte Stuff. 2 Illyrium, 11 Alloys, 7 Waffenfragmente, leider kein Meld, beziehungsweise nur ein Meld. Aber naja, wir leben noch alle. Unser Roster sieht genial gut aus. Für meine Verhältnisse. Ja, dass da was da mit dem Jorgensen los ist, das gefällt mir zwar nicht 21 Tage, aber naja. Das bekommen wir schon irgendwie in den Griff. Dann können wir noch Sachen verkaufen? Da können wir schon mal Satelliten in Auftrag geben. Machen wir auch. Ich weiß, der wird zwar nicht mehr rechtzeitig fertig. Wobei, vielleicht wäre es sinnvoller. Moment, ich spare ja das Geld. In 9 Tagen ist der Fission Generator fertig. Dann brauchen wir ein Labor. Nee, wir sparen das Geld. Diesen einen Monat müssen wir ohne Satelliten auskommen. Wir werden auch ohne Satelliten auskommen. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.